Sein Maltalent macht ihn mir auch nicht gerade sympathischer. Vergiss die Kunst! Siehst du den Schlüssel? Bestimmt ist er für diese Tür! Stimmt. Jetzt zeige ich dir echte Kunst. Die Kunst des Taschendiebstahls. Van Gogh ist nichts gegen mich. Komm schon, haltet den Trottel ruhig. Dedededen, Höhlentür, Schlüssel. Du hast den Schlüssel. Schnapp dir das Tigerfellslei. Mal gucken, das wird wahrscheinlich unser Kostüm hier sein. In der Welt. Was gibt's denn hier noch so? Da muss ich wahrscheinlich gleich lang. Hä? Na gut, Moment. Die müssen wir noch schnell mitnehmen. Was ist das denn für ein Bett? Nicht ganz meine Farbe, aber es geht schon. Säbelzahntiger-Kostüm. Gut gemacht, Sly. Jetzt aber los. In Slys Geräten geht er. Ja. Totstellen. Fantastisch, Sly. Dieses Säbelzahntiger-Fell ist einfach perfekt. Wenn ich mich mit Biomechanik auskenne, was ich tue, glaube ich, dass diese Krallen dir extra Halt geben, sodass du wahnsinnig Sprünge ausführen kannst. Versuch doch mal, über diesen Spalt zu springen. Drücke und halte die R2-Taste, um den Pfosten anzuvisieren. Dann drücke die X-Taste, um zum Ziel zu springen. Okay, endlich hat sich das Geheimnis gelüftet. Zyklonensprung! Oder was stand da? Zyklonensprung, ja. Nein! Mit dem Ziel ist noch ein bisschen komisch. Ich bin einer von dir. Aber wie mit jedem anderen Kostüm ist man extrem langsam. Perfekt, Sly. Saugeiles Kostüm. Und ich finde es auch sehr, sehr geil, dass du andere Kostüme brauchst, um in den anderen Welten alles zu sammeln, was einfach geht. Das finde ich ganz geil, dass du dann nochmal zurück musst, um da dann neue Fähigkeiten. Also ist jetzt auch nicht so das schlimmste Backtracking. Backtracking ist jetzt nicht so geil oder sowas, aber du musst es ja auch nicht machen, ne? Das ist ja nur so eine Sache für Leute, die dann gerne alles hätten. Gegner erledigen. Passiere den Wachmann hinter dem Spalt an. Hey, ist der Stapper so weit? Der Chris hat schließlich nicht ewig Zeit. Na also, es geht doch. Hier ist die Beute. Jetzt soll mir euer Boss meinen Lohn geben, Leute. Wachen auf diesen Podesten sind es, die ihn festhalten, Sly. Schalte sie aus, dann ist er frei. Sieht einfach aus. Sei vorsichtig, Sly. Wenn sie dich fangen, bekommst du ihn dann nie raus. Das ist die perfekte Situation für deinen Zyklonensprung. Ja, toll, ey. Unser Vorfahre kann wirklich nicht reden. Habt ihr gehört? Na komm schon. Ja, siehst du? Genau dann, wo ich springen wollte, bist du nicht gesprungen. Pisser, ey. Toll, ey. So. Jetzt. Du
Jetzt! Yeah. Mir gefällt es auch gar nicht, dass die Tiger hier in Unterbuchse sitzen. Stehen. Speedo-Unterhose hier. Yay! Zack, und der letzte. Nein, das ist unglaublich! Ich habe Vergleichstests gemacht, gesehen, Gefälllänge, Schwanzumfang und demnach zu urteilen, ist dieser Höhlenwaschbär definitiv dein Vorfahren. Ich glaube, du hast den allerersten Cooper entdeckt. Ich sehe zwar keine Ähnlichkeit, aber ich glaub dir mal, Bentley. Hey, Großer, was hältst du davon, wenn wir von hier abhauen? Nein, wir haben uns noch nie gesehen. Aber einer guten Quelle zufolge sind wir entfernte Verwandte. Was soll ich sagen? Es ist wirklich unglaublich, dich zu treffen. Wie heißt du? Ich heiße Sly. Sly Cooper. Und wie heißt du? Okay. Dann nenne ich dich einfach Bob. Bob? Ja, Bob. Er hat recht, Sly. Ihr solltet abhauen, bevor noch mehr Wachen auftauchen. Los, mir nach. Okay, dann eben auf deine Art. Wie nenn dich Bob? Alles klar, Bob. Geiler Name. Bob Coop. Wir hatten Bob sicher in den Unterschlupf gebracht, wo wir ihn alle sofort ins Herz schlossen. Und er sofort unsere Geräte untersuchte. Während er beschäftigt war, lieferte Bentley uns ein paar Hintergrundinfos über seinen Kidnapper. Der Typ hieß Gris und war ein berühmter Künstler. Er hatte als Schläger auf der Straße gelebt, bis ihn ein bekannter Pop-Art-Künstler entdeckte und ihm zu Ruhm verholfen hatte. Gris' primitive Kunstwerke wurden als geniale neue Stilrichtung als Paleo-Graffiti gefeiert und eine Zeit lang stand er groß im Rampenlicht. Doch sein Ruhm währte nur kurz, als die Menschen erkannten, dass seine Kunst einfach nur böse war. Gekränkt kehrte er zu seinen kriminellen Wurzeln zurück und wurde rasch der von Interpol meistgesuchte Kunstdieb. Er stand ganz oben auf Carmelitas Liste und jetzt war auch klar, wie er es geschafft hatte, ihr so lange zu entkommen. Nachdem wir Bob von Bentleys Geräten loseisen konnten, erklärte er uns, wie Gris aufgetaucht war und begonnen hatte, sämtliche Flugsaurier-Eier der Gegend einzusammeln und ihm so seine Rolle als Versorger seines Stammes und größter Eierdieb aller Zeiten entrissen hatte. Er war in Depression verfallen und hatte sich gehen lassen, sodass Gris ihn erwischt und ihm das neue Werkzeug gestohlen hatte, das er erfunden hatte, um Eier zu stehlen. Es sah also so aus, als wäre auch der allererste Cooper-Stab gestohlen worden. Toll. Wir hatten Bob aus der Arena befreit. Aber wir mussten noch herausfinden, was Gris im Auftrag von Le Paradox vorhatte und wieso er dazu so viele Eier brauchte. Außerdem brauchten wir Bobs Hilfe, um die restlichen Van-Teile zu finden. Und dazu mussten wir ihn wieder in Form bringen. Schnell. Alles klar, dann müssen wir dem guten Bob helfen, wieder in Form zu kommen. Da wollte ich doch gerade sagen, da war doch noch irgendwas. Nervig, oder? Na, alles klar. Gut, machen wir weiter. Und machen wir uns mal auf, den guten Bob wieder fit zu kriegen, damit wir den auch ganz gut gebrauchen können, damit er uns hilft. Schauen wir nochmal ganz eben, wie Sly und seine Crew das machen wollen.
Ich bin gespannt, Bob ist cool auf jeden Fall. Das war so erster Eindruck. Ist lustig drauf. Okay, wo muss ich hin? Stärkung. Oh, die Schneemann-Familie kaputtgeschlagen einfach. Wir müssen Bob unbedingt seinen Stab wieder besorgen. Kann ja nicht sein, dass er hier mit Knochen um sich schlägt. Oben müssen wir hin. Oh. Yay. Stärkung. Auftrag wird geladen. Bin ich mal gespannt. Bisschen Muskeltraining hier, oder was? Ja, dann bräuchten wir aber die Eier, weißt du? Eiweiß so. Eiweiß, Junge. Aus Eiweiß machst du Muskeln. Und aus Muskeln kriegst du Kraft. Und aus Kraft entsteht Verantwortung und die Verantwortung. Ne, warte mal, das war Spider-Man. Aus großer Kraft entsteht große Verantwortung. Oder so. Die Mary-Spiele. Ach, trainiert ja jeder einzelne ihn jetzt so ein bisschen. Das wäre ganz geil. Erst Mary die Stärke. Bentley bringt ihm ein bisschen das Denken bei oder sowas. Und Sly ihm die Eleganz des Fortbewegens. Also. Teile zu finden, aber er ist schrecklich schlecht in Form. Du musst ihn wieder fit genug zum Klettern machen. Kein Problem, Bentley. Murray weiß, wie man einen Champion aufbaut. Okay, hör zu. Schluss mit lustig. Du musst schnell wieder fit werden. Und ich werde dafür sorgen. Und dazu hat der Murray dir ein saftiges Trainingsprogramm zusammengestellt. Sieh dich um. Wir werden deine Standardübungen benutzen. Wackelscholle, Pinguinkloppen, Sumo-Schubsen, Wegducken, Superschleuder und Draufhauer. Deine Mädchen? Okay, vielleicht sind das nicht deine Standardübungen, aber sie sind Murrays, also los jetzt! Gut, dass gerade Murray zeigen will, wie man wieder in Form kommt. Ohne jetzt Murray zu dissen, ne? Dank ausgefeiltem Training hat der Murray die Balance einer Bergziege erlangt. Und jetzt verrate ich dir mein Geheimnis. Ganz einfach. Du stehst mitten auf der Eisscholle und meine kleinen Helfer lassen sie wackeln. Du musst nur dafür sorgen, dass das Ei heil bleibt. Ach mein Gott, nein. Verlagere dein Gewicht. Auf Gleichgewicht kommt an! Pass auf, dass dein Ei kein Rührei wird! Dein Gleichgewicht ist zurück! So bleibst du auf den Füßen! Nächste Aufgabe. Pinguin kloppen? Wie der Murray brauchst du ein schnelles Reaktionsvermögen! Und zwar nicht nur am Esstisch. Du musst deinen Gegner im richtigen Moment erwischen. Passe deinen Angriff ab und schlag zu, wenn der Gegner vor dir ist. Oh, zack! Und zack! Schlag einen Hut! Zack! Behalte den Vogel im Auge! Schön, dass sie auch hier freiwillig alle mitmachen. Denk an einen Home Run! Lobenswert, Champion!